Willkommen bei der ASMR Sims 4 Inselfamilien Challenge. Dies ist ein ASMR-Video. Es dient also der Entspannung und soll beim Einschlafen helfen. Daher geht es hier ganz gemütlich zu. Außerdem ist es eine Challenge des Spiels Sims 4. Robin und Ronja wollen viele Kinder bekommen, die nach und nach die ganze Insel besiedeln sollen. Dies ist Teil 31. Alle vier Kleinkinder sind gerade ins Bett gegangen und schlafen ganz wunderbar. Und es ist Samstag, kurz nach 23:30 in der Nacht. Jetzt gucken wir mal, was die Erwachsenen so machen. Oder die Teenies. Oh. Da sitzt Mira und badet und lacht ganz doll. Na, das ist ja gut, dass sie so gute Laune hat. Ah, sie ist verspielt. Das ist gut. Und Jamie, der müsste irgendwo sitzen und essen. Da. Oh, hat er hier was gegrillt? Sieht so aus. Das packe ich gleich mal in den Kühlschrank, damit es nicht so schnell verdirbt. Ja. Wer hat es gemacht? Robin hat es gemacht. Ah ja. Robin. Gut. So. Und wieso hat Jamie eine Plakette mit der echten Angler? Das ist doch eigentlich die Plakette vom Robin. Na, ich denke, die hänge ich mal irgendwo an die Wand. Ah, vielleicht ist die mit der Post gekommen und er hat mal die Post rausgeholt oder so. Lass mal gucken. Da ist die Plakette. Mal gucken. Die Postkartenplakette. Dann hänge ich da diese Fischplakette auch mit hin. Und vielleicht kriegen sie ja noch mal eine. Gut. So, ich glaube, jetzt schlafen sie alle, denn es geht so schnell. Es ist auch schon wieder morgen. Es passiert ja häufig so, wenn die alle schlafen in der Nacht, geht es sehr, sehr schnell, dass wieder morgen ist. Aber jetzt heißt es erst kurz vor 5 und Mira muss alles Mögliche. Vor allem auf die Toilette. Na, dann wollen wir sie dabei nicht stören. Ja, sie ist auch schon irgendwo. Da oben, genau. Ja, sie schläft jetzt ja hier in dem Zimmer von den Großen. Und ja, vielleicht geht sie danach nochmal ins Bett. Das wäre ja eigentlich sinnvoll. Welches ist denn ihr Bett? Dieses. Dann geh doch einfach nochmal schlafen. Und sie hat irgendwie Muskelkater? Ja. Vom Training. Aber das ist in 4 Stunden weg. Wir gucken mal, was sie für die Schule lernen muss. Oh, schon ausgeschlafen. Okay. Gut. Also. Ja, die Schule ist ja erst wieder am Sonntag. Sie muss also erstmal Level 3 erreichen mit irgendwas. Da können wir gleich mal gucken, was sie schon so für Fähigkeiten hat. Und die Hausaufgaben hat sie schon gemacht. Da gucke ich auch mal. Erst gehen wir mal. Dann können wir ihr beim Essen zuschauen. So. Ja, guten Appetit. Also, ja, ich wollte gucken, ob sie noch Zusatzhausaufgaben hat. Na, da kommt ja auch die Ronja. Die könnte sie noch machen. Ja, das werde ich sie dann machen lassen. Und die Fähigkeiten sind Fitness. Da lasse ich sie dann einfach noch gewisse Fitness-Dinge machen. Denn ihr Muskelkater ist jetzt auch weg. Und
Ja, schwimmen könnte sie. Und vielleicht ein bisschen joggen gehen, das müsste eigentlich schon ausreichen. Habe ich den schon am Laufband irgendwo hingestellt? Oh, die Kleinkinder wachen auf. Ja, dann werde ich sie zum... Tobi ist sehr hungrig. Na, dann hole ich jetzt erstmal was zu essen aus dem Kühlschrank. So. Öffnen. Was ist das? Noch zwei. Ich wette, wir brauchen mehr. Und dann lasse ich die Ronja einfach mal zum Essen rufen. Dann kommen die alle auf einmal. So. Ruf mal zum Essen. Die Kinder sind alle hungrig. Vielleicht sollte ich noch mehr Sessel für die Kinder hinstellen. Ja, dann nehme ich einfach noch mehr von diesen runden Sitzgelegenheiten. Sonst müssen die bis zum Sofa laufen. Der Puff der Zukunft. So. Und so, vielleicht drehe ich die ein bisschen mehr Abstand. Okay. Und der hier auch gedreht. So. Okay, dann können sie sich nämlich alle hinsetzen. Ja. Weiter geht's. Und jetzt die Mira. Hat die denn jetzt genug gegessen? Ja. Okay, du hast eigentlich genug gegessen. Dann könnte ich ihr mal sagen, sie soll die Zusatzhausaufgaben machen. Und dann... Oh, Jamie muss bei der Arbeit sein. Ja. Dann muss er wohl zur Arbeit gehen. Dann soll sie energiegeladene Runden schwimmen. Und Training kann sie nicht joggen gehen. Doch, bestimmt kann sie joggen gehen. So. Joggen, um klaren Kopf zu bekommen. Ja. Und der Jamie. Wie geht es dem denn? Auch ganz gut. Der hat alles abgeschlossen und wird vermutlich heute befördert. Also das sollte auch so sein, wenn man schon an einem Sonntag arbeiten muss. Und der Robin, der räumt jetzt gerade den Müll weg, da sollte ich ihn nicht von abhalten. Jetzt gucke ich mal. Was die Kindersleut so brauchen. Aha, hier muss einer mal aufs Töpfchen und gebadet werden. Tobi auch aufs Töpfchen. Jasmin schläft noch. Gut. Und Joel, dem geht es prächtig und er macht gerade in die Windel. Gut, den schicke ich dann vielleicht auch mal ans Töpfchen. Wenn wir drei haben, das weiß ich gar nicht. Und ich fange schon mal an, hier ein bisschen abzuräumen. Der Jamie ist hier gerade zur Arbeit gegangen. So. Ah, da sitzt schon einer auf dem Töpfchen. Na, das ist ja fleißig. Vielleicht sollte ich... Oh, ein drittes Töpfchen ist gar nicht so einfach. Hier könnte eins hin. Das werde ich mal machen. So. Denn da die ja immer recht lange auf dem Töpfchen sitzen, macht es durchaus Sinn, genügend Töpfchen für alle zu haben. So. Und vielleicht passt da auch noch eins hin. Mal gucken. Ach, da ist der Müll. Tja, ich
mal, ob ich das da noch irgendwie so hinquetschen kann. So. So, vielleicht. Ich brauche hier nur so ein kleines Kästchen. Okay. Und welcher ist jetzt schon drauf auf dem Töpfchen? Tobi, das ist sehr brav. Das ist, glaube ich, der, ja. Und der Lion, der soll mal auch schön gehen. Und der Joel, der war gerade. Den schicke ich trotzdem aufs Töpfchen. Das entspricht oft dem Windelwechseln. Und die Ronja, die sollte mal hier das Waschbecken putzen. Nein, nicht den Kristall studieren, sondern das Waschbecken putzen. So, der allgemeine Zug zum Töpfchen. Aha, ja. Leim ist ganz fleißig. Oh, und Jamie hat Tantiem gekriegt. Oh, jetzt gucken wir mal. Der Lion hat schon Töpfchen Level 3 und will dann gebadet werden. Ja, das finde ich auch sehr sinnvoll. Mama, bade mal den Lion. So, jawohl. Und der Lion, der muss nur noch ein ganz bisschen denken üben. Das kriegen wir schnell hin. Der Tobi ist auch schon so weit. Der muss gar nichts mehr schaffen. Das heißt, mit denen feiern wir dann gleich Geburtstag. Und das finde ich ganz erfreulich, denn dann haben wir nicht mehr so viele Kleinkinder. Jetzt ist auch Jasmin aufgewacht. Die schicke ich auch gleich mal auf ein Töpfchen, bevor es dringend wird. Und ich guck mal nach den Kuchen, ob wir Kuchen im Kühlschrank haben. Ja, wunderbar. Gut. Dann überlege ich jetzt mal, ob ich einen kleinen Tisch hier in die Mitte stelle. So. Denn hier, das mit dem Geburtstag gefällt mir nicht so ganz. Und an dem Tisch, da kommen sie schlecht dran. Das muss schon ein richtiger Esstisch oder ein Tresen sein. Also Esstisch. So. Sowas hier in der Art. Oder nehmen wir den in den. Der passt eigentlich am besten. Und hier ist eigentlich genug Platz, um noch sowas hinzustellen. Sozusagen der Geburtstagstisch. Ja, ich guck mal, wie sich das bewährt. So. Dann werfe ich noch ein paar Teller weg. So. Und so. Hat das nicht geklappt? Dann habe ich den bestimmt irgendwo. Da habe ich den hingeschoben. Oh. Jasmin hat jetzt Level 2 der Töpfchenfähigkeit. Das ist toll. Ist Ronja was Verdorbenes? Oder stinkt? Ronja stinkt. Tja. Na, da muss die auch mal baden oder duschen. Aber erstmal hole ich den Kuchen aus dem Kühlschrank. Und dann lasse ich den Robin mal beim Geburtstag haben helfen. Und zwar erst den Lion. So, jetzt gucken wir mal, wie wir uns hier positionieren können. So,
Oh, ja, mit Wände hochklappen. Wunderbar. Kurz Pause. So. Okay. Jetzt dürft ihr Geburtstag feiern. Ja. Okay. Gut. Ah, ja, er ist recht kreativ. Da hat er am meisten geschafft. Und darum kriegt er die Malerei oder die Kreativität auch als Bestreben. Und ich lasse ihn fröhlich sein. Wunderbar. Herr Robin, mach mal neue Geburtstagskerzen auf den Kuchen. Oh, ihm ist schwindlig. So. Sehr gut. Und jetzt helf mal dem Tobi. Ja, nein, nicht meiner kleinen Jasmin, sondern dem Tobi. Na, der Leim sieht doch nett aus. Ja. Ja, wunderbar. Okay. Oh, und sie hat ein Stück Kuchen genommen. Also gut, er hat auch in Kreativität die meisten Punkte. Darum lasse ich ihn auch ein kreatives Wunderkind werden. Und weil sie Zwillinge sind, lasse ich ihn auch fröhlich werden. Und den Kuchen, den stelle ich mal in den Kühlschrank. Oder ich lasse den Robin einfach mal zum Essen rufen. Dann ist der Kuchen auch bald aufgegessen. Und die Kleinkinder kriegen da bestimmt einen Zuckerschock. Aber die Mira kann es gut vertragen, mal ein bisschen Kuchen zu essen. So. Sehr schön. Und ist die Ronja eigentlich wieder schwanger? Nein. Ah, das Haus ist auch voll, ja. Gut, darum kann sie gar nicht schwanger sein. Okay, dann wird es Zeit, dass die Mira ihre 1 in der Schule kriegt. Da gucken wir mal. Jetzt hat sie Level 3. Okay. Dann kann sie den Rest des Sonntags einfach machen, was sie will. Und hat sie die Zusatzhausaufgaben fertig gemacht? Nein. Oh, oh, da musst du die noch machen. Oh, Ronja ist auch schwindelig. So. Die Mira wird dann ja in Robins altes Haus ziehen. Und vorher will ich ihr noch einen Partner suchen und eine Hochzeit veranstalten. Ja. Gut, dann warte ich jetzt noch, bis die Mira ihre Zusatzhausaufgaben macht, denn das ist wichtig, damit die möglichst schnell ihre 1 in der Schule hat. Und die neuen Schulkinder, die dürfen auch mal ihre Hausaufgaben machen. So. Und ich habe den Robin noch gar nicht gärtnern lassen heute. Das geht ja gar nicht. Pflege mal deinen Garten und ernte alles.
Die Mira ist offenbar nicht sehr willig, was diese Zusatzhausaufgaben angeht. Oh. Sie fühlt sich zu unwohl. Nun gut, dann lasse ich sie die in der nächsten Episode machen. Denn für diesen Teil ist es jetzt schon lang genug. Und ich wünsche dir eine wunderschöne Nacht. Schlaf gut und träum was Schönes. Gute Nacht. Vielen Dank fürs Zuschauen. Und alles Gute, bis zum nächsten Mal. Tschüss.